Zweites Testspiel in der Vorbereitung für den Aufsteiger in die Oberliga Mittelrhein, die zweite Mannschaft von Fortuna Köln. Heute geht es gegen den Fußballsportverein aus Duisburg, die in der vergangenen Saison abgestiegen aus der Oberliga Niederrhein. Boris Seetschen hier noch sehr gut gelaunt beim Anpfiff. Das Lächeln merken wir uns für später. Hinein ins Spiel, toller Ball auf Güler. Güler ja auch mittlerweile aufgestiegen in Mannschaft 1. Güler sieht Tim Becker und da steht es ganz schnell 1:0 für die Hausherren. Tim Christopher Becker, der 23 Jahre alte Youngster mit einer ganz starken Saison vergangenes Jahr. 28 Spiele und 27 Tore stehen für ihn zu Buche. Dann ein ganz schlimmer Fehler von Kutan. Kutan verliert gegen Becker den Ball und jetzt läuft es umgekehrt. Er legt auf für Güler. 2:0. Torhüter Ergün ohne Chance. Güler, ein Abgezockter. Er ja seit dieser Saison im Profikader. 18 Spiele, 17 Tore in der vergangenen Saison. Ein Qualitätsmerkmal. Und zur Abwechslung mal die Duisburger. Karpus prüft Schünemann. Schünemann seit diesem Sommer bei der Fortuna. Er ja auch im Profikader. Trainer Marco Zilken sichtlich zufrieden, aber natürlich mit Verbesserungsbedarf. Das Training ja gerade erst begonnen. Zweite Hälfte geht ganz schnell los. Tim Becker nutzt einen Fehler in der Duisburger Abwehr und schiebt ganz überlegt ein. Keine Chance für den Torhüter. Nicht ganz aufzulösen, aber es war wieder ein kapitaler Abwehrfehler. Das 3:0, natürlich die Vorentscheidung. Dann gibt es eine leichte Wechselorgie und Duisburg, eigentlich nur gefährlich mit Freistößen, ist wieder Karpus. Und der macht ihn überlegt mit seinem feinen rechten Fuß rein. Schünemann sieht da nicht ganz so gut aus, nicht weil er den hätte halten können, sondern die Mauer hätte er besser platzieren können. Das ist auch die letzte Aktion für Schünemann. Es kommt sein Vertreter Darius David Mutterseet und der wird direkt mal natürlich per Freistoß geprüft. Es geht weiter. Emre Şahin dribbelt, macht das super. Fortuna den Ball eigentlich sicher, kapitaler Fehler. Und da, Sie erinnern sich, Boran. Seetschen! 3:2 nur noch. Ja, da lächelt er wieder. Nicht ganz so entspannt wie beim Anstoß, aber es sind ja noch 5 Minuten zu spielen. Vielleicht geht da noch was. Der 24 Jahre alte Stürmer mit 4 Toren in 16 Spielen vergangene Saison. Und die Duisburger, sie wittern ihre Chance. Mutterseet mit einem kapitalen Fehler. Der Ball landet bei Badenjewicz. Doch der war zu unplatziert. Mutterseet kann seinen Fehler gut machen. Einmal schlägt die Fortuna nochmal zu. Emirhan Özcan mit der endgültigen Entscheidung. Gerade eingewechselt, der 19 Jahre alte Spieler, der ja aus der A-Jugend hochgerückt ist. 26 Spiele und 12 Tore, auch eine beeindruckende Quote. Schiebt das Ding ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. Dann gibt es nochmal für einen Probespieler diese Möglichkeit. Doch keine große Gefahr mehr für das Tor der Duisburger. Schiedsrichter Darius Schmidt hat dann ein Erbarmen mit den Spielern im strömenden Regen. Er pfeift einen sehr ansehnlichen Test ab. Für die Duisburger geht es bereits am Sonntag zum Niederrhein-Pokal nach Strüm. Und Trainer Marco Zilken mit einem Fazit. Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass wir gegen sehr guten Gegner heute gespielt haben. Ja, ein sehr ambitionierter Gegner aus dem Niederrhein und ich finde, wir haben das in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gemacht. Wir haben defensiv sehr gut gestanden. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir in dieser sehr intensiven Trainingswoche, die wir hatten, sehr gut umgesetzt. Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, haben wenig Torschancen zugelassen und haben in der zweiten Halbzeit auch bis zur 60. Minute haben wir das Spiel kontrolliert, meines Erachtens. Und dann eben durch zwei individuelle Fehler haben wir die Gegner noch mal rankommen lassen. Das ist etwas, was wir aufarbeiten müssen. Die Aufarbeitung passiert noch auf dem Platz, denn am Donnerstag geht es schon weiter mit den Testspielen bei der Spielvereinigung Porz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.